Hi, ich bin Tina Kraus, ich bin Illustratorin aus Münster. Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Mein Arbeitsplatz ist ein Homeoffice hier in meiner Wohnung. Dort habe ich zwei Schreibtische, einen fürs digitale Arbeiten und einen so für alles andere. Und neben meinen eigenen Werken sind in meinem Arbeitszimmer noch ganz viele Bücher und Papierobjekte von anderen, die mich einfach total inspirieren. Wie arbeitest du am liebsten? Am liebsten arbeite ich eigentlich am späten Abend. Dann wird man nicht mehr gestört, bekommt keine wichtigen Anrufe oder E-Mails mehr und kann mit einem guten Podcast oder einem guten Hörbuch einfach mal für ein paar Stunden in die Arbeit versinken. Was sind deine bevorzugten Arbeitstechniken? Auch wenn ich gerne mit Aquarell und Papier arbeite, bevorzuge ich in letzter Zeit das digitale Arbeiten am Grafiktablett. Einfach weil man da so viel experimentieren kann. Man kann verschiedene Pinselspitzen erstellen und Strukturen, die man vorher auf Papier mit einem Pinsel gemacht hat, einscannen und über die digitale Illustration drüberlegen und dadurch nochmal ganz neue Effekte erzielen. Und ja, dieses Experimentieren, das macht mir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Was ist die schönste Stelle in deinem zuletzt illustrierten Buch? Mein zuletzt erschienenes Werk ist das Kochbuch Vegan für Gäste. Das ist zusammen mit Jack Green Stewart entstanden und an sich schon eins meiner Lieblingsprojekte in der letzten Zeit, weil ich schon ganz lange ein veganes Kochbuch machen wollte. Und da ist eine meiner Lieblingsillustrationen dieser Herbstsalat, aber auch das Vor- und Nachsatzpapier, weil da so ziemlich alle Zutaten drauf sind, die in dem Buch vorkommen. Und dieses Muster zu erstellen, hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Woran arbeitest du aktuell? Aktuell arbeite ich an dem neuen Band für die Kinderbuchreihe Maluna Mondschein, die beim Ellermann Verlag erscheint. Und in der Reihe geht es um eine kleine Fee, die im Zauberwald wohnt und zusammen mit ganz vielen skurrilen Zauberwaldbewohnern Abenteuer erlebt. Da gibt es zum Beispiel die Hexe Ranunkel Krakelei, die mit dem Huhn Surprise zusammen wohnt, oder den Postboten Foxtrott Fuchs oder auch Papa Zauberer, der eigentlich jeden Zauber versemmelt und dann von seinem kleinen Sohn, dem kleinen Zauberer, gerettet werden muss. Eine Sache, die viele gar nicht von dir wissen, ist... Was viele von mir nicht wissen, ist, dass ich total gern Fahrrad fahre und auch längere Fahrradtouren mache und am liebsten eigentlich so einmal im Jahr zusammen mit meinem Freund mit dem Zelt und dem Fahrrad für ein paar Wochen losfahre und ja, dass man da einfach den ganzen Tag draußen in der Natur ist, das ist für mich ein total schöner Ausgleich für die Arbeit am Schreibtisch. Was hättest du gerne vor deinem ersten Buch gewusst? Vor meinem ersten Buch hätte ich, glaube ich, gerne etwas besser Bescheid gewusst, was die einzelnen Vertragsformulierungen bedeuten und auf was man da so achten muss und vielleicht auch, was man besser nicht unterschreiben sollte. Wo hast du am meisten für deinen Beruf gelernt? Abgesehen vom Studium habe ich eigentlich am meisten für meinen Beruf gelernt im Austausch mit anderen. Also zum Beispiel auf Messen oder hier in Münster beim Illustratorenstammtisch oder auch einfach online in Foren. Und ich denke, es ist einfach super wichtig, dass man sich austauscht und voneinander lernt. Was machst du, wenn du nicht zeichnest? Wenn ich nicht zeichne, dann gilt meine Leidenschaft eigentlich dem Papier. Ich erstelle zum Beispiel Papierfiguren, die man herunterladen und nachbasteln kann. Und Papierskulpturen aus Krepppapier, die ich versuche, möglichst naturalistisch zu machen. Zum Beispiel von Insekten oder Pflanzen. Und auch einen Gecko habe ich da schon gemacht. Und ja, eine große Leidenschaft von mir sind auf jeden Fall auch die Pop-Up-Bücher, für die ich dann die Falltechniken entwerfe, so wie hier zum Beispiel. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen, spannenden Einblick in meine Arbeit geben und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen.